Ja, das Thema Friedenslösung in diesem Konflikt. In diesem Land ist ja nicht nur ein furchtbarer Krieg, sondern auch hier herrscht eine heftige Auseinandersetzung, hoher Streit über, was ist dort eigentlich, wer sind die Verantwortlichen und welche Lösungen sind eigentlich anzubieten. Man kann sagen, die herrschende und in den Medien eigentlich auch weitgehend mit der offiziellen Politik zusammengehende Erklärung ist, das ist ein Krieg, der 2011 begonnen hat. Hauptschuldiger ist dabei die Regierung von Assad, die sich gegenüber denjenigen, die sie beseitigen wollen, militärisch gegen die eigene Bevölkerung gewandt hat. Und sie ist sozusagen, der Konflikt ist dadurch auch verlängert, verschärft und mit immensen Kriegsverbrechen auch weitergeführt werden, dadurch, dass die Russen und auch die Iraner in diesen Krieg eingegriffen haben. Das ist so ungefähr die herrschende Position, die auch ihren Lösungsansatz dann darin sieht, Assad muss zunächst weg, dann können wir sehen, Frieden in diesem Land wieder aufzubauen und es vielleicht wieder zusammenzusetzen. Sie werden von mir eine ganz andere Erzählung bekommen. Und zwar, ich habe mich von Fragen der Authentizität, ich bin 1996 zum letzten Mal in Syrien gewesen. Unsere Reise, die wir an sich mit der IPPNW geplant hatten für diesen Frühjahr, musste abgesagt werden, weil wir keine Visa bekommen haben. Also ich kann nicht damit auftrumpfen, dass ich dieses Land sehr gut kenne. Ich habe mich aber seit vielen Jahren mit diesem Konflikt beschäftigt. Was notwendig ist, ich bin kein Soziologe, ich bin kein Ökonom, ich bin Jurist. Das muss ich sozusagen einschränkend voraussagen. Aber unterschiedliche Positionen können wir dann in dem Workshop auch sehr ausführlich diskutieren. Mein Ansatz ist der, um eine Friedenslösung in diesem Konflikt, in diesem Krieg vorschlagen zu können, bedarf es zunächst einmal einer sehr, sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Entstehung dieses Konflikts. Und meine These ist nicht etwa die, dass der erst 2011, sondern weit, weit schon davor. Und zwar schon weit 2000, aber wenn man den Meldungen und auch den sozusagen Informationen selbst aus den USA, und das sind meine wesentlichen Quellen hier aus den USA selbst, folgt, dann ist dieser Konflikt eigentlich schon zurückgehend bis in die Nachkriegszeit, bis in die ersten Jahre der Entstehung auch dieses Landes zurückzuverfolgen. Ich sagte Ihnen, ich werde im Wesentlichen mich auf amerikanische Quellen dabei stützen. Denn das Problem ist eigentlich nicht so, dass hier alternative Fakten vorliegen und dass die einen dies sagen und die anderen das. Über die Geschichte der Auseinandersetzung der US-Politik mit Syrien und dem Mittelosten gibt es eigentlich gar keinen Streit. Es gibt nur einen Streit darüber, wie weit diese Geschichte eigentlich entscheidend ist noch für diesen Konflikt. Ich stütze mich da im Wesentlichen auf Bücher, die schon 1997 von Zbigniew Brzezinski, auch hier im Fischer Verlag nachzulesen, dann eben aber auch auf Seymour Hersh. Dann stütze ich mich auch im Wesentlichen hier auf eins, was im Jahre 2016 im Januar auch hier veröffentlicht wurde, auf eine Einlassung von Robert F. Kennedy, das ist der Neffe von John F. Kennedy, ehemaliger Justizminister gewesen, der zu diesem Konflikt sehr interessante Details veröffentlicht hat. Und er sagte, er wurde nämlich gefragt, ja, warum hassen eigentlich die im Mittleren Osten, die Araber, die Amerikaner so. Seine Antwort war, sie hassen uns nicht für unsere Freiheit, sie hassen uns, dass wir unsere Ideale in ihren Ländern verraten haben, für Öl. Und das ist ein Stichpunkt, der bei dieser Auseinandersetzung, bei diesem Krieg, obwohl Syrien wenig Öl hat, aber nicht fehlen kann. Robert F. Kennedy verweist auf die Wurzeln dieses Konfliktes, auf einem Report, dem Bruce Lovett Report von 1957, der hier nie zitiert worden ist, aber den er deswegen so gut kennt, weil nämlich sein Großvater Joseph P. Kennedy in diesem Report eine Rolle gespielt hat.
Und dort wird ganz eindeutig gesagt, dass es CIA-Unternehmungen gegeben hat seit 1949 in Jordanien, Syrien, Irak, Iran und Ägypten Regime zu installieren, die auf jeden Fall den Interessen der USA konform sind und ihnen auch entsprechen. Ich darf Ihnen auch zur Illustration ein Zitat von dem General Wesley Clark geben in seinem Buch von 2004, Winning Modern Wars, der das auch, was in Bruce Lovett Report steht, illustriert. Er sagte, als ich im November 2001 das Pentagon aufsuchte, hatte ein hochrangiger Stabsoffizier Zeit für eine Unterhaltung. Er bestätigte mir, dass die Operationen gegen den Irak vorangetrieben wurden. Doch das war nicht alles. Diese Aktion sollte Teil eines auf 5 Jahre angelegten Planes sein, der neben dem Irak noch weitere 6 Länder umfasste. Syrien, Libanon, Libyen, Iran, Somalia und Sudan. Das Pentagon hat erschreckend genau diesen Plan abgearbeitet, wenn sie auch mit der Zeit etwas in Verzögerung gekommen sind. Man kann das weiter an Zitaten, die ich war, zum Beispiel der ehemalige Außenminister von Frankreich, Roland Dumas, der sagte im französischen Fernsehen 2009, 2 Jahre vor dem Gewaltausbruch in Syrien war ich wegen anderer Sachen in England. Ich traf mich mit einigen britischen Spitzenbeamten, die mir gegenüber bekundeten, dass sie etwas in Syrien vorbereiteten. Das war in Großbritannien und nicht in den USA. Großbritannien bereitete bewaffnete Kämpfer vor, um in Syrien einzufallen. Das im Jahre 2009. Das heißt, wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, auch um Fragen, wie kann man diesen lösen, auseinandersetzen, dass dieser Konflikt lange, lange bevor er sozusagen in unsere Medien und auch in Syrien dann zum offenen Krieg wurde, 2011 begonnen hat. Dazu ist es, man kann das alles auch nachlesen, die hier in Deutschland, die Aktivitäten des CIA im Mittleren Osten seit 1949 in dem Buch CIA, die ganze Geschichte von Tim Weiner ist hier auf Deutsch auch publiziert und veröffentlicht worden. Da stehen diese ganzen auch sehr frühen Umsturzversuche des CIA im Mittleren Osten drin. Die These ist also, der Krieg begann nicht 2011, sondern sagen wir auf jeden Fall 2000. Und dazu muss man Folgendes wissen, darauf verweisen auch die amerikanischen Quellen immer wieder. Katar spielt dort eine ganz immense Rolle dabei. Und zwar im Jahr 2000 plante Katar eine 1500 Kilometer lange Pipeline für Erdgas. Und zwar von Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien und Türkei. Ein 10 Milliarden Dollar Projekt. Und zwar ging es darum, die Gasvorkommen von dem South Pars and North Dome Gasfeld, welches gemeinsam vom Iran und auch vom Katar ausgebeutet wird, durch eine Pipeline direkt nach Europa zu verbinden. Dazu muss man wissen, Katar ist nicht einfach nur so ein Scheichtum, sondern da gibt es 2 US-Militärbasen drin und das US-Hauptquartier für den Mittleren Osten. Das heißt, dieses ist ein absolut enger Verbündeter der USA. Und man muss wissen, dass die EU 30% bisher seines Erdgases aus Russland bekommt und Russland 70% seines Exports nach EU gibt. Das heißt, diese Pipeline wäre eine existenzielle Bedrohung für Russland. So war das auch geplant, weil es Russland umgehen würde und Russland im Grunde aus dem Markt für die Lieferung nach Europa ausschließen könnte, weil das jetzt von den Gasfeldern im Golf direkt über die Türkei nach Europa ging. Zu dieser Pipeline, die durch Syrien gehen sollte, sagte dann, wahrscheinlich auch auf Druck oder in Abredung mit Russland, Syrien nein.
Das wollen wir nicht, nicht durch unser Land. Und schlug eine Alternative vor, nämlich die sogenannte islamische Pipeline, die von Iran jetzt, also der andere Teil des South Pass North Dome Feldes, über Syrien, den Libanon und dann nach Europa ging. Das hieß also sagen, die Koalition war anders gestrickt jetzt. Die war nämlich Syrien und Iran und damit unmittelbar auch sozusagen die Interessen der Russen mit einbezogen gegenüber der anderen, die klar sagten, wir wollen die Russen da herausziehen. WikiLeaks hat diesen ganzen Deal oder diese ganze Auseinandersetzung damals auch veröffentlicht und hat festgestellt, dass Dokumente dann herausgegeben, dass unmittelbar nach diesem Beschluss von Assad die alte Planung von Katars zu torpedieren, es zu einem Schüren des Aufstandes gegen Assad kam. Es wurden finanzielle Gruppierungen, finanziell wurden oppositionelle Gruppen dort unterstützt und es wird hingewiesen auf einen Report des US-Kongresses aus dem Jahre 2005, der von zwei Forschern damals in Auftrag gegeben durch den US-Kongress zu folgendem Ergebnis kam. Es gab seit 2005 schon Regime-Change-Pläne, da Damaskus der ganzen Regierung schon damals viel zu links und viel zu sehr gegen Russland orientiert gewesen. Die Ziele dieser Destabilisierung der Region waren, Israel zu stärken, die US-Herrschaft im Irak, da war ja 2003 erst das Regime ausgewechselt worden, zu stärken und zu stabilisieren, dann den Freihandel und die freie Unternehmerschaft zu sichern. Das sind die offiziellen sozusagen Ziele, die dieser Kongressbericht der zwei Forscher herausgestellt haben. Die Demokratie, die heute immer wieder so im Vordergrund steht, spielte überhaupt gar keine Rolle. Es gab nur zwei Alternativen nach diesem Bericht für die USA. Entweder Reformen von innen in Syrien, was bedeutete Auswechslung des Regimes, oder Ersatz des Regimes nach außen. Ich will Sie damit jetzt nicht im Einzelnen unterhalten oder auch strapazieren, was die USA im Einzelnen dann für auch gesetzliche Maßnahmen dort vor. Das können wir nachtragen dann im Workshop. Nur eins ist ganz klar, diese Pläne waren immer schon da, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass Syrien im Kreise der westlichen Interessen keine Hinderung gibt, den ganzen Strom dessen, was aus den Golfstaaten an Gas oder auch Öl nach Europa käme, zu unterbrechen. 2011 gab es dann doch starken Druck der Republikaner, aber auch der Saudis auf die USA, die damals noch nicht formell sich überhaupt darum gekümmert hatten, das hatte der CIA gemacht, in den Krieg einzutreten. Damals, das erinnern Sie nicht, wurde die Allianz der Freunde Syriens gegründet. Und zwar dort sind die zentralen Mächte, die da auch Interesse an dieser Region haben, verbunden. USA, Frankreich, Großbritannien, Türkei, Katar und Saudi-Arabien. Die bildeten den Kern, die jetzt auf 15 Staaten, oder ich glaube sogar 60 Staaten angestiegen, aber das ist der Kern der Freunde Syriens gewesen. Nur nebenbei, was auch hier gar nicht so bekannt geworden ist, die CIA hat damals 6 Millionen Dollar an einen britischen Sender, nämlich den Sender Barada, gegeben, um Propaganda gegen Syrien zu machen. Das ist eine der notwendigen Begleitaktivitäten, sozusagen unterhalb der militärischen und der kämpferischen Schwelle, dass man sozusagen auch destabilisiert. Ab 2012 dann wurde ganz offen, das ist dann auch von Katar eingeführt worden, finanziert, trainiert, bewaffnete Rebellen und dann gab es auch den Waffentransfer, der interessanterweise von Libyen aus über die Türkei nach Syrien ging. In Libyen waren die Waffen frei geworden, denn dort hatte man ja 2011 das Regime auch
sozusagen ausgehebelt und verfügte über die immensen militärischen Ressourcen und den Kasematten der Libyer, die dann allmählich durch die Amerikaner auch, da ist auch Frau Clinton mit sozusagen involviert, über die Türkei dann über die Nordgrenze raus nach Nusra und auch dem IS und Al-Qaida gegangen ist. Damit will ich es auch für die Geschichte dann aufhören, aber zu diesem Konglomerat von Interessen, die, wenn man sie sich genau ansieht, eigentlich relativ klar sind. Sie sind letzten Endes ökonomische Interessen, die ein Land treffen, welches strategisch an einem sozusagen gefährlichen Ort lebt, obwohl es selbst gar nicht so viele Interessen hat. Aber in einem Rent-Papier von 2008 wurde ganz klar gesagt, strategische Priorität aller unserer Bemühungen sind die Kontrolle über Öl- und Gasvorräte. Es gibt dann noch einen Bericht des DIA, das ist der militärische Abschirmdienst, in einer Studie von 2012, der einräumt, dass durch die Unterstützung durch Katar, Saudi-Arabien und insbesondere die USA, die, Zitat, Salafisten, die Muslimbruderschaft und der IS die wesentlichen Akteure des Aufstandes geworden sind. Der DIA-Bericht schließt damit, dass er sagt, der syrische Konflikt ist ein globaler Konflikt um die Ressourcen der Region. Darüber hat nie ein Zweifel bestanden. Ich will es mit der Geschichte insofern jetzt erstmal allein lassen. Das Wesentliche, was ich vermitteln möchte, ist, das Bild, welches hier entstanden ist, dass dieser Konflikt 2011 eigentlich erst ausgebrochen ist, und zwar aufgrund der, in der Tat, nicht zu leugnen, brutalen Regierung Assad mit Folter, auch mit Repression und dann aus sich herausgekommen ist, aber dass er lange vorbereitet worden ist und dass die externen Interessen, die dort gewesen sind, außerordentlich wichtig sind, dass man sie sieht. Und ohne die frühzeitige Einmischung, die eben seit Jahrzehnten davor ist, es nie wohl zu dieser Auseinandersetzung gekommen wäre. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will, es hat dann darum gebeten, sozusagen Mythen der Feinderklärung zu entwickeln, denen wir bewusst oder unterbewusst jetzt hier vollständig auch unterliegen. Und zwar, da ist das eine, dass Syrien, was nachgewiesen ist, nicht nur ein Staat, der gefoltert hat und repressiv ist, sondern auch in diesem Krieg Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Und dieses ist etwas, was ja sozusagen auf der Skala der Vorwürfe besonders schlimm und besonders verwerflich ist. Und deswegen wird es auch nachhaltig immer wieder gebracht. Die UNO hat verschiedene Untersuchungen gemacht. Fest steht Folgendes eigentlich nur, dass Chlorgas durch die syrische Regierung eingesetzt worden ist. So ist die sogenannte OPCW, das ist die Organisation, die Chemiewaffeneinsatz untersucht, die, und die seit 2012 dort arbeitet, zu dem Ergebnis gekommen ist, und das ist wohl klar. Das zweite ist auch, dass Senfgas eingesetzt worden ist. Die OPCW ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das offensichtlich durch den IS eingesetzt worden ist. Und das dritte ist, worum es geht, Sarin. Dass das eingesetzt worden ist, mehrfach, ist auch klar. Die Frage ist nur, durch wen? Und dort hat sich die OPCW und auch die UNO-Kommission, die dann von anderen Organisationen dort hineingeschickt worden, immer offen gehalten und gesagt, wir wissen es nicht. Es gibt eine einzige Meldung und einige einzige, sozusagen, Einlassung aus einer der Kommissionen, und zwar von Carla Del Ponte. Carla Del Ponte ist vielleicht denjenigen noch bekannt, sie war Chefanklägerin im Jugoslawien-Tribunal. Eine zweifelsohne nicht voreingenommene Frau, indem sie sagte, sie hätte glaubhafte Berichte bei ihrer Recherche damals gehabt, und zwar im Jahr 2013, dass der Sarin von den Aufständischen, von den Rebellen eingesetzt worden ist.
Das hat zu erheblichen Auseinandersetzungen innerhalb der UNO, denn sie war in UNO-Mission dort. Dieses ist auch nicht in einem der Berichte dann aufgetaucht, es wurde eliminiert und sie hat sich zwar nie von dieser Meinung und dieser Erklärung distanziert, aber sie sind sozusagen aus der sozusagen Veröffentlichung, aus der Kommunikation herausgegangen. Die Frage ist, was ist es? Hier ist es vollkommen klar, dass die beiden größten Einsätze, und zwar am 21. August 2013 in Bhutan und jetzt wieder der neue Eingang in Khan Shaykhun, dass die beide von Assad gemacht worden seien. Dagegen gibt es allerdings hohe Zweifel. Und ich muss sagen, nach all dem, ich sage hier ganz klar meine Meinung, glaube ich den Positionen, die von damals Obama und damit jetzt von Trump kommen, kein Wort. Die Frage ist, wer es gewesen ist, da will ich drüber im Augenblick, kann ich auch nichts sagen, wir warten immer noch auf die Berichte. Nur ich möchte Ihnen sagen, weswegen ich denen kein Wort glaube. Und zwar, zunächst ist es so, dass Obama schon im Juni 2013 sagte, wenn die Regierung Assad Sarin einsetzt, denn es hat schon vorher einige Einsätze gegeben, von denen unklar war, wer es gemacht hat, dann ist da die rote Linie überschritten. Und unmittelbar nach dem 21. August, schon einige Tage später, war es klar für Obama, das ist die Regierung gewesen. Interessant war, die rote Linie war überschritten und alle drängten darauf, dass er dann auch nun endlich dort interveniert. Aber am 26. September kam es dann zu einem Deal mit, Entschuldigung, dieses Wort ist etwas in Misskredit gekommen, seit Trump, aber es ist dort richtig zu einem sozusagen Verhandlung gekommen mit Putin, nachdem er, was alle überrascht hat, gesagt hat, ich will nicht darüber entscheiden, ob wir in Syrien eingreifen, sondern ich will das dem Kongress überlassen. Das ist in der Geschichte der US-Außenpolitik noch nie der Fall gewesen. Sondern wenn jemand der Überzeugung war, eingreifen zu müssen, hat er das immer selbstständig gemacht und ohne Rücksprache mit dem Kongress. Sozusagen die Erlaubnis hat er dann erst später eingeholt. Dieses war sehr überraschend, ich erinnere noch, alle rätselten darüber. Und unmittelbar danach kam eben die Meldung, dass man sich mit Putin geeinigt hätte, dass man nicht intervenieren würde, wenn Assad alle Chemiewaffenvorräte sozusagen vernichten ließe. Dazu ist es dann gekommen. Und ich zitiere einmal vom Auswärtigen Amt, das ist VS und nur für den Dienst gebraucht, das ist eine niedere Geheimhaltungsstufe, aber wird eben doch den Abgeordneten übergeben. Und da steht Folgendes drin. Das technische Sekretariat der OPCW, das ist diese Organisation, die das überprüfen sollte, hat am 06.01.2016 bekannt gegeben, dass die Vernichtung der von Syrien deklarierten Chemiewaffen in Vernichtungslagern außerhalb Syriens abgeschlossen ist. Das heißt, 2016 sollte es eigentlich dort nichts geben sollen. Aber zurück zu dem letzten Einsatz komme ich noch, zu dem ersten Einsatz. Die Frage ist eigentlich, weswegen hat er denn wirklich erst gesagt, das soll der Kongress entscheiden und zweitens dann gesagt haben, nein, ich begnüge mich damit mit der Zusicherung, dass wir alle versichern können. Der Hintergrund ist der, den hat Seymour Hersh aufgedeckt. Seymour Hersh ist für diejenigen, die ihn nicht so kennen, ein älterer, investigativer Journalist, der damit auch berühmt und berüchtigt geworden ist, dass er seinerzeit das Verbrechen der Amerikaner in My Lai in Vietnam aufgedeckt und publiziert hat. Er hat seitdem eine Vielzahl von solchen Verbrechen der amerikanischen Armee in ihren Kolonial- oder wie man sie auch immer nennt, Kriegen, insbesondere damals im Irakkrieg, als Jerry McCaffrey damals die irakische Regierung verfolgte und sie in einen Hinterhalt lotste. Das hat er alles aufgedeckt und man muss hinzusagen, er ist noch nie in seiner Laufbahn gerichtlich einer Fälschung oder eines
einer Nachlässigkeit überführt worden, sondern man hat es immer hinnehmen müssen. Und insofern gilt er als ein hochkompetenter, ausgesprochen gut vernetzter, mit vielen Geheimdiensten und zuverlässiger Investigator. Und er hatte in zwei Berichten im New Yorker 2013 und 2014 nachgewiesen, dass dieser, so sage ich, obwohl es dann immer wieder bestritten wird, nachgewiesen, dass die Sarin-Vorräte, die eingesetzt worden sind in Ghouta 2013, gar nicht aus dem Lager stammen konnten von Assad, sondern aus der Türkei mit der Al-Nusra-Front nach Syrien gekommen ist. Diese Sache ist damals hier vollkommen übersehen worden, sondern die Legende oder das Mythos ging immer weiter. Nein, das ist Assad gewesen. Man hat sich damit nie auseinandergesetzt, bis dann im Jahre 2015, im Oktober, zwei Abgeordnete der CHP, der Türkei, sagten, wir haben jetzt aus einem Prozess in Adana, der nämlich einem Mann gemacht worden wird, der aufgegriffen ist mit Sarin in der Türkei, die Unterlagen uns herbeigeholt, aus denen klar hervorgeht, das ist eine Linie der Lieferung von Sarin aus der Türkei, wo es hergestellt worden ist, zur Nusra-Front in Syrien gegeben hat. Ja, auch dieses ist nur hier kurz in der Presse erwähnt worden, ist dann wieder versagt. Das heißt, das ist eine volle Bestätigung der Meinung von Sam Hirsch gewesen. Und ich kann das sozusagen abschließen mit sozusagen, ja, weswegen komme ich eigentlich zu dieser Position? Ich wege das ab, ich war nicht dabei, ich habe keine unmittelbare Anschauung, ich kann nur vertrauen. Und da sage ich ganz offen, um es klar zu machen, wo ich stehe, die unendliche und desillusionierende Reihe von Kriegslügen, die uns alle amerikanischen Administrationen bei ihrer Kriegsführung von Vietnam über Jugoslawien bis hin zu Irak geliefert haben, haben mein Vertrauen in deren Meldungen, ich würde sagen, milde ausgesprochen, etwas zerrüttet. Auf der anderen Seite muss ich jedoch sozusagen einem solchen Journalisten wie dem Sam Hirsch, der bisher in seinen sozusagen Recherchen noch niemals einer Fehlurteil und auch eines Fehlers sozusagen überführt worden ist, dem glaube ich in dieser Sache eher. Und die Anzahl derjenigen, die ihm glauben, sind im Internet immer weiter im Steigen, weil es immer unwahrscheinlicher wird, weil was auch dann die Trump-Administration jetzt sagt, wirklich so ist. Und damit zu dem zweiten Sarin-Einsatz in Khan Sheikhoun. Dieses ist ebenfalls unklar. Darüber gibt es noch keine sozusagen verlässlichen und auch ja, sozusagen zitierbaren Untersuchungen. Es gibt eben nur das Votum von Trump-Administration, das war der war Assad, und dann seine unmittelbare Reaktion, der Tomahawk-Angriff auf Sherrat. Heutzutage gilt es ganz klar von Trump, der Spiegel, aber auch jüngst New York Times und auch die französische Regierung glaubt, unwiderlegbare Beweise dafür zu haben, dass das Assad war. Das Problem ist, sie sagen nicht, woher sie ihre Quellen haben, sie sagen auch nicht, welche Beweise das sind, sondern es heißt nur davon. Ich kann nur sagen, es mag sein, ich weiß es nicht, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig gegenüber solchen Meldungen, die verdächtig schnell gekommen sind von Trump. Das waren ja nur zwei Tage, danach war es für ihn schon feststehend, dass die Geheimdienste ihm das gesagt haben. Und diese Geheimdienste haben ja auch den guten Colin Powell schon sehr auflaufen lassen. Wir sollten das vielleicht in der Workshop vertiefen. Ich will nur auf ein letztes eingehen dabei in diesem Zusammenhang. Seitdem wird ja insbesondere auch die Russen an den Pranger gestellt, dass sie die 8. Resolution zur Untersuchung dieser Giftgasvorkommen und dieser Giftgaseinsätze torpediert hätten. Das stimmt.
Nur man fragt sich, weswegen eigentlich? Und darüber wird niemals richtig Auskunft gegeben. Denn die Russen haben sich niemals gegen eine Untersuchung gestellt, sondern sie haben sogar sie selber gefordert. Und auch die OPCW ist mit der Forderung der Russen zu ihren Missionen gekommen. Das Problem ist nur, dass sie diesen Resolutionen im UNO-Sicherheitsrat immer vorgeworfen haben, und das kann man auch an den Resolutionen nachlesen, dass eigentlich eine Vorverurteilung, zumindest eine, sagen wir mal, eine Voreinnahme gegenüber Syrien da drin liegt, und vor allen Dingen in diesen Resolutionen immer das siebte Kapitel zu sagen, angerufen wird, was es ermöglicht, militärische Maßnahmen gegen Syrien sozusagen zu erlauben. Und dieses ist seitdem in Libyen die Resolution 1375 ist es, glaube ich, oder 78 ist es gewesen, so missbraucht worden ist, haben die Russen gesagt, das werden wir nie erlauben, sondern wir werden durchaus einer Untersuchung zustimmen. Lavrov hat am gleichen Tag, an dem sie ein Veto im Sicherheitsrat gegen die Resolution eingebracht haben, gefordert, dass man eine Untersuchung durch die OCPW und weitere andere macht. Das heißt, es ist eine Legende zu sagen, dass die Russen dieses nicht wollen, sondern es ist in der Tat so, sie wollen es nicht so, wie es mehrheitlich, insbesondere durch die Resolutionsentwürfe von Frankreich und Großbritannien und den USA dort eingebracht worden sind. Und sie wollen es auf jeden Fall, dass es zu einer politischen Lösung kommt. Ein weiteres kurzes Kapitel, weil sie es nun mal mit einem Juristen zu tun hat, muss ich doch etwas, was hier auch eigentlich nicht mehr verbalisiert wird. Wie steht es eigentlich dort mit der rechtlichen Situation und dem Völkerrecht? Dazu muss man sagen, wenn Sie jetzt gerade gehört haben, dass Israel sozusagen von den Golanhöhen jetzt auch angegriffen hat, den Flughafen, den Militärflughafen vor Damaskus, und das zum wiederholten Mal, dann ist die Frage, wo ist da eigentlich eine völkerrechtliche Legitimation? Es gibt keine. Israel ist nicht angegriffen worden und es gibt bisher keine Resolution des UNO-Sicherheitsrats, der das erlauben würde. Das heißt, wenn wir es genau uns ansehen, im Grunde ist Syrien wie ein offenes Land, in das jeder hineinschießen kann, jeder seine Militär hineinschicken kann, der will. Das ist von der Türkei aus im Norden so, der jetzt ja dort, um dort die Kurden auseinanderzuhalten und sie nicht dort im dem, was das Kurdengebiet ist, zu einer vereinigten Rojava führen zu können. Das ist ihr eigenes Interesse. Die sind dort einfach einmarschiert und sitzen dort und okkupieren dort das Land. Auch die Amerikaner haben niemals eine völkerrechtliche Legitimation bekommen dafür, dass sie zunächst einmal bombardiert haben, aber jetzt mit Spezialkräften weit nach Syrien vorgedrungen sind. Sie sind weder angegriffen worden durch Syrien, noch sind sie in irgendeiner Weise, haben sie ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats. Es gibt zwar, damit will ich Sie jetzt nicht malträtieren, ich komme gleich, nicht malträtieren zu abenteuerlichen juristischen Konstruktionen, wie man das retten will, aber man muss sagen, es gibt keine. Das klassische Völkerrecht gibt dafür keine Legitimation, die territoriale Integrität und die Souveränität eines Staates militärisch so zu verletzen. Gut, ich will es damit zunächst einmal lassen. Nein, ich muss anhängen, die einzige Legitimation, so schmerzlich es vielleicht vielen auch in der Bundesrepublik erscheint, haben Russland und der Iran. Weil sie nämlich von Assad und der Regierung in Damaskus aufgefordert sind, ihnen zu helfen. Völkerrechtlich ist das vollkommen legal und vollkommen legitim. Ich erinnere noch, Obama hat gesagt, mit Assad werde ich nie verhandeln. Mit dem werde ich mich nie darum sozusagen streiten, dort eine Ermächtigung zu bekommen, dort gegen ISIS einzuwerfen. Und das ist dann die Konsequenz. Zum Schluss, ja, wie steht es, wie kann man vor einem solchen Hintergrund eigentlich eine Friedenslösung propagieren? Ich gehe hier zunächst einmal darauf ein, dass der, jetzt muss ich das mal schauen,
Herrn Todenhöfer, der sich ja sehr viel intensiver mit dem Konflikt beschäftigt hat und sehr intensiv auch dort recherchiert hat. Der kommt dazu. Entschuldigung. Ja. Pardon. Der sagt drei Punkte. Wenn die USA endlich auf die geopolitischen Sieger Russland und Iran zugingen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Das heißt zu sagen, das, was auch immer Lüders sagt, dies ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland, Iran auf der einen Seite, USA, Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Das sollte endlich eingestanden werden und man sollte sich auf der Ebene zusammenführen. Zweitens, wenn Assad seinen militärischen Erfolg zu einem fairen Verhandlungsangebot an alle Gegner seiner Regierung nutzen würde, mit Ausnahme der Terrororganisation IS und Al-Qaida. Wer Frieden und Aussöhnung will, muss irgendwann damit anfangen. Assad muss Zugeständnisse machen, er muss Macht abgeben. Das heißt, Assad müsste mit einbezogen werden. Und drittens, wenn es zu einer umfassenden, nicht nur auf Syrien konzentrierten Mittelostkonferenz im Stile der KSZE käme. Ich glaube, ein Projekt, was auch in der IPBNW schon diskutiert worden ist. Ich möchte das ergänzen darum. Ich finde es auch absolut notwendig, und das ist wohl der Schlüssel für eine Lösung, dass hier die beiden Hauptinvolvierten, jetzt USA und Russland, mit ihren Verbündeten, einerseits eben Russland mit dem Iran und Syrien, andererseits aber die USA mit Saudi-Arabien und auch mit Katar, die dort im Wesentlichen ihre Interessen haben, dass die zu einem politischen Waffenstillstand kommen. Dann muss allerdings vor Ort auch ein Waffenstillstand hergestellt werden. Das ist außerordentlich schwierig, weil es nämlich allmählich so ist, dass man zwar wohl Russland auf die Regierung in Syrien ihren Einfluss ausüben kann, aber es allmählich derart unterschiedliche aufständische und Rebellengruppen gibt und sozusagen auch organisierte und kaum zu hinterfragende, wo die unterstützt werden, Rebellengruppen gibt, um dort auch die andere Seite zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Das ist meistens an dem Problem gescheitert, dass es dann immer irgendeine dieser Organisationen noch gab, die dann den Krieg weitergeführt haben. Dann müssten eine Verhandlung zwischen allen Beteiligten, und das ist wichtig, was hier auch immer übersehen wird, man hat, wie man das ja auch gerne im Palästina-Konflikt gemacht, die Beteiligten außen vor gelassen. Und zwar ist das ja nicht nur Assad, sondern es sind auch die Kurden im Norden. Die wollte man zu allen diesen, auch Genfer Gesprächen, nie einladen. Obwohl sie ein ganz wesentlicher Faktor der Opposition gegen Assad immer gewesen sind und jetzt mit der Autonomie-Regierung dort in Rojava ebenfalls ein wesentlicher Faktor auch zur sozusagen Pazifisierung ganz Syriens sind. Denn sie wollen keinen eigenen Kurdenstaat, sondern sie wollen innerhalb Syriens bleiben. Und schließlich, das ist ein Gebot des Völkerrechts. Man muss die Integrität, die territoriale Integrität Syriens, muss man garantieren. Keine Aufteilung, keine Sezession. Das heißt, das, was über all diesen Staaten seit der Aufteilung des Balkans, seit der Aufteilung Jugoslawiens über diesen Ländern steht, sozusagen parzelliert zu werden nach dem alten Prinzip Divide et Impera, und was immer noch über dem Irak schwebt, dass man das hier nicht macht, sondern dieses Syrien so zusammenhält. Und dann muss man auch auf jeden Fall auf die Türkei zugehen und sagen, Finger weg von Rojava, Finger weg von dem Norden Syriens. Das ist kein sozusagen Vorhof der Türkei, in dem sie dort eingreifen können, wie sie wollen, sondern dieses ist ein Projekt, was außerordentlich demokratisch ist, was vielen wahrscheinlich dort in der Region, wie aber auch im Westen in der Nase liegt und nicht so gerne gesehen wird. Aber dieses sind die Voraussetzungen. Territoriale Integrität, Souveränität achten und eine politische Lösung. Das ist das Einzige, was ich sozusagen so großteilig dazu sagen kann. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dann ist auch lang gewesen.